Also in diesem Level, wir werden Ritter dafür sehen. Deswegen brauche ich jetzt hier eine Linie, also eine Ebene, und zwar XY-Ebene. Wie wir jetzt hier sehen, ist genau in der Mitte. Genau das brauche ich. Und auf der XY-Ebene öffne ich eine Skizze, ein Sketch. Und zeichne ich jetzt da einen Kreis, eine Linie. Einfach so ohne großartige Bemaßen. Linie gezeichnet. Und jetzt aktiviere ich die Befehle Rippe. Bei der Rippe-Befehl haben wir zwei, drei Möglichkeiten. Eigentlich die Grund ist immer dieselbe. Eine Richtung, zwei Richtung, Mitte, Ebene und so weiter. Zum Beispiel hier wähle ich den Profil. Profil ist gewählt. Und hier lotrecht zu skizzieren Ebene oder parallel zu skizzieren Ebene. Dann wählen wir den parallel. Dann wird hier genau in der Mitte eine Rippe erstellt. Stärke kann ich einstellen mit 5. Gucke ich auf diese Fläche normal, dann kann ich eine Seite oder die andere Seite Richtung 1, Richtung 2, Mitte Ebene, kann ich begrenzt. Also, das sieht auch so aus. Dann kann ich die Größe angeben, zum Beispiel 5. Und dann habe ich 5 mm Versteckungslücke oder die andere System komplett. Und bestätigen das. Und so erstellen wir Verstärkungslücken. Verschiedene Materialien, Stahl, Aluminium, Polycarbonat, Kupfer und so weiter. Dann nehmen wir dann Kupfer. Dann wird natürlich auch mit Eigenschaften